Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala endlich mit unserer Reihe weitermachen, indem wir sie jetzt zweimal ausgesetzt hatten. Und zwar wollen wir heute insha'Allah ta'ala mit der Reihe über die Sīra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam weitermachen. Und wir sind angelangt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich zur sogenannten Sahifat al-Madina. Übersetzt die Charta von Medina, die Gemeindeordnung von Medina. Manche übersetzen das sogar als eine Art, die Verfassung von Medina. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, was die wichtigen Schritte waren, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam unternahm, als er in Medina ankam. Nummer 1, er errichtete eine Moschee. Nummer 2, er führte die sogenannte Mu'acha durch, die Verbrüderung zwischen den Muhajirin und den Ansar. Das war ganz am Anfang gewesen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam. Die ersten beiden Schritte. Und Nummer 3, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat eine sogenannte Sahife schreiben und unterschreiben lassen. Das heißt, eine Art Gesellschaftsvertrag, eine Art Gemeindeordnung für die unterschiedlichen Gruppen, welche in Medina gelebt haben. Wer lebte eigentlich in Medina, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort ankam? Zunächst erst einmal 2 arabische Stämme, die Aus und die Khazraj, welche sich über Jahre und Jahrzehnte immer wieder bekämpft hatten und welche nach der Vorherrschaft in Medina gestrebt hatten und dies mit der Waffe ausgetragen haben. Es gab zu diesem Zeitpunkt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, circa 1500 Muslime. Die Muslime waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Mehrheit gewesen in Medina. Aber wir werden gleich sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotz alledem eine herausragende Stellung in Medina hatte, aufgrund der Konstellation der verschiedenen Gruppen, die es in Medina gab und aufgrund der vorherrschenden Konflikte, welche die Medinenser selbst nicht lösen konnten. Es gab natürlich unter den Muslimen wiederum die Muhajirun, die Neuankömmlinge. Für die musste auch eine Lösung gefunden werden. Und es gab noch einen ganz, ganz wichtigen anderen Völkerbestandteil oder eine ganz wichtige andere Volksgruppe in Medina, nämlich die Juden, welche aus 3 Hauptstämmen bestanden. Einmal die Banu al-Nadir, die Banu Qaynuqa'a und die Banu Quraiza. Das waren die wichtigsten Stämme in Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kam in Medina an, zu einem Zeitpunkt, wo sich die Medinenser fast auf einen König geeinigt hätten. Und zwar auf einen Mann mit dem Namen Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Merkt euch diesen Namen, weil dieser Name sollte in der weiteren Geschichte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam noch eine ganz wichtige und herausragende Rolle spielen, aber im negativen Sinne. Und zwar sollte sich dieser Mann zum Oberhaupt und zum Anführer der Munafiqun, der Heuchler, entwickeln. Und der Grund hierfür war, dass dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam und von allen Gruppen akzeptiert wurde als Schlichter und als neuer Anführer von Medina, er somit nicht mehr zum König wurde. Und das hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht verziehen. Es gab, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ankam, auch immer wieder Versuche der Aus, des Stammes der Aus, Kontakte zu den Quraysh aufzubauen, damit die Quraysh die Aus unterstützen in ihrem Kampf gegen die Khazraj. In ihrem Kampf gegen die Khazraj. Und das ist ganz wichtig, damit wir auch verstehen, was es auf sich hat mit dieser Charta von Medina, mit dieser sogenannten Sahifat al-Madina und die Dinge, welche darin auch festgehalten wurden. Das können wir nur verstehen, wenn wir diese Hintergründe auch verstanden haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es jetzt geschafft, zunächst erst einmal für die Gläubigen einen Ort zu finden, wo sie sich treffen konnten und wo sie gemeinsam beten konnten. Die Moschee. Dieser Ort war vorhanden gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es geschafft, eine Lösung zu finden für die Alteingesessenen in Medina und für die Neuankömmlinge. Durch die Mu'acha, wie wir gerade gesagt haben. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er musste jetzt noch eine Lösung finden für die unterschiedlichen Gruppen, welche es in Medina gab. Und welche nicht alle Muslime waren, welche ihn aber als Führer anerkannt haben. Und hierfür hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese sogenannte Sahifat al-Madina niederschreiben lassen und von allen Gruppen in Medina auch unterschreiben lassen. Diese Sahifa ist unglaublich wichtig in vielerlei Hinsicht. Einmal, um spätere Ereignisse verstehen zu können. Insbesondere auch die Ereignisse des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Juden. Dass die jüdischen Stämme später dann vertrieben wurden aus Medina. Das können wir nur verstehen, wenn wir diese Sahifat al-Madina vorher kennengelernt haben und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen ein klares Abkommen eingegangen ist, was sie selbst unterschrieben haben und worauf sie sich eingelassen haben. Und es dann aber nicht berücksichtigt haben, sondern Hochverrat begangen haben gegen nicht nur den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern gegen alle Bewohner in Medina. Ebenfalls ist diese Sahifa, diese sogenannte Charta von Medina, für die Menschheitsgeschichte an sich von großer Bedeutung. Weil man kann sagen, das ist die erste verschriftliche Gemeindeordnung und Verfassung für einen kleinen Stadtstaat ist, welche wir in der Menschheitsgeschichte kennen. Es gab schon vorher Gesetze, es gab Philosophen, die etwas geschrieben haben darüber, wie ein Staat funktionieren sollte. Aber das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, ist etwas ganz Neues gewesen, nämlich es war nicht etwas Abstraktes, sondern es war wirklich eine Art Verfassung für diesen kleinen Ort Medina. Und in dieser Verfassung wurden sehr, sehr wichtige Dinge festgehalten, welche wir uns jetzt insha'Allah ta'ala im Einzelnen auch anschauen werden. Ich weiß, das mag jetzt vielleicht ein bisschen auch hoch sein, vielleicht für unsere jüngeren Geschwister, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir so etwas wissen, und dass wir auch so etwas kennenlernen, weil das nämlich eine große Errungenschaft nicht nur für die Muslime, sondern für die gesamte Menschheitsgeschichte gewesen ist. Vieles von dem, was hier steht und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgehalten hat in dieser sogenannten Sahifat al-Madina, wurde erst Jahrhunderte später, nach der Französischen Revolution, dann von den Menschen hart erarbeitet und viel Blut musste vergossen werden, um diese Werte festzuhalten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der sogenannten Sahifat al-Madina dann schon vor 1400 Jahren niedergeschrieben hat. Und wir wollen uns insha'Allah ta'ala diese Sahifa mal etwas anschauen. Diese Sahifa wird überliefert von mehreren islamischen und muslimischen Historikern und sie besteht ungefähr aus 47 Paragraphen. Manche sagen, dass sie nicht auf einmal entstanden ist, sondern dass der erste Teil, insbesondere der Teil, in dem nicht die Juden von betroffen sind, am Anfang niedergeschrieben wurde und später dann sich die Juden diesem Vertrag angeschlossen haben. Aber das ist nicht ganz gesichert. Aber vieles deutet darauf hin. Und dementsprechend kann man eigentlich auch diese Sahife in drei grobe Teile unterteilen. Einmal das, was in erster Linie die Muslime betrifft, dann die Abmachung mit den Juden und dann allgemein die Regeln für alle Menschen, welche in Medina leben. Und wir wollen uns das einfach mal etwas näher anschauen, insha'Allah ta'ala, und sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es in dieser kurzen Zeit geschafft hat, solch eine Gemeindeordnung, solch eine Verfassung für diese neue entstandene Gesellschaft auf die Beine zu stellen. Etwas Unglaubliches. Das zeigt noch einmal das Charisma unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ihn sofort alle akzeptiert haben. Und das zu einem Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nicht wirklich Macht hatte. Das heißt, die Leute haben ihn so akzeptiert, weil sie gesehen haben, er ist derjenige, der die Probleme lösen kann. Es gibt einen Philosophen, mir fällt gerade nicht ein, welcher Philosoph das ist mir gerade so in den Segen gekommen, der gesagt hat, würde Muhammad in unserer Zeit leben, er meint damit das 20. Jahrhundert, dann hätte er all die Probleme der Welt gelöst, während er eine Tasse Kaffee trinkt. Hätte Mohammed in unserer Zeit gelebt, dann hätte er all die Probleme der Welt gelöst, während er eine Tasse Kaffee trinkt. Während er eine Tasse Kaffee trinkt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat von Allah subhanahu wa ta'ala Talente und Begabungen bekommen, die kaum ein anderer Prophet hatte. Auch die Propheten untereinander haben sich unterschieden. Nicht alle Propheten sind gleich gewesen. Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch hier erwähnt gehabt. Nicht alle Propheten sind gleich gewesen. Jeder Prophet hatte seine Stärken gehabt und seine Talente gehabt. Es gab Unterschiede bei den Propheten. Manche Propheten waren besonders hübsch gewesen, wie Yusuf a.s., konnten Träume deuten. Andere waren besonders kräftig gewesen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte diese Fähigkeit gehabt, eine ganze Gesellschaft aus dem Nichts zu schaffen. Aus dem Nichts zu schaffen. Und das war notwendig gewesen. Warum? Weil er ist der letzte aller Propheten. Und er hat die Aufgabe gehabt, uns zu zeigen, wie man den Islam nicht nur auf spiritueller Ebene lebt, das heißt zwischen mir und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er hat uns gezeigt und vorgelebt, wie man den Islam auch in der Gesellschaft leben kann. Auf allen Ebenen innerhalb der Gesellschaft. Auf politischer Ebene. Auf richterlicher Ebene, bei militanten Konflikten, in allen Bereichen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in allen Bereichen diesbezüglich ein Vorbild gewesen. Egal in welcher Position ich mich als Muslim befinde, ob ich ein Präsident bin, ob ich ein einfacher Arbeiter bin, ob ich ein Schüler bin, ob ich ein Vater bin, ob ich eine Mutter bin, eine Ehefrau bin, ein Ehemann bin, ob ich ein Richter bin, ob ich ein Soldat bin, ob ich ein Feldherr bin, egal in welcher Situation, ich habe im Propheten sallallahu alaihi wasallam ein ganzheitliches Vorbild. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. Im Gesandten Allahs ist für euch ein Vorbild, das Vorbild überhaupt. Das Vorbild, nach dem wir uns Muslime in allen Situationen orientieren können und aufschauen können, gucken können, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Situation gehandelt. Wie hat er die Gebote Allahs umgesetzt? Weil die Gebote Allahs sind am Ende abstrakt. Allah sagt, sei gerecht, aber wie soll ich gerecht sein? Was ist ganz konkret Gerechtigkeit in einem bestimmten Fall? Wie bin ich gerecht? Er sagt auch, sei barmherzig und zeigt Ihsan. Wie verbinde ich Ihsan mit Gerechtigkeit? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das immer wieder gezeigt. Allah sagt: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte. Wie schaffe ich jetzt für Gerechtigkeit zu sorgen, gerade als jemand, der Verantwortung trägt, und gleichzeitig gütig zu sein? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das in bester Weise vorgelebt. Er hat dann Güte gezeigt, wenn es insbesondere Dinge waren, welche ihn selbst betrafen als Person. Kommt ein Wüstenaraber zu ihm, zieht ihn, sodass sogar der Saum seines Gewandes einen Abdruck auf seinem Nacken hinterlässt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lächelt nur und sagt zu seinen Gefährten: Gebt ihm, was er möchte. Aber wenn es darum ging, korrupt zu sein, dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam strikt gewesen. Wenn Fatima bint Muhammad gestohlen hätte, hätte ich ihr eigenhändig die Hand abgeschlagen. Klar und deutlich. Da gibt es keine Diskussion. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns das vorgelegt, er hat uns gezeigt durch sein Leben, durch seine Sīra, wie man all diese Dinge auch wirklich umsetzen kann. Wann ist Güte gefragt und wann ist Härte gefragt? Unser Prophet hat immer verziehen, aber es gab Situationen, wo unser Prophet nicht verziehen hat. Als er Mekka erobert hat, da stand er vor den Leuten und sagte zu ihnen: Izhabu fa antum at-talaqa, geht, weil ihr seid frei. Aber er hat gleichzeitig bestimmte Leute ausgenommen. Er hat gesagt: Hatta law ta'allaqu bi astar al-Ka'ba, selbst wenn sie sich an der Kaaba festhalten würden. Ja, so haben sie den Tod verdient, weil es Verbrecher gewesen waren. Also der Prophet war gegenüber der Allgemeinheit vergebend, barmherzig, gütig. Aber es gab Leute, die mussten bestraft werden. Den konnte man nicht verzeihen. Und hier zeigt uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir diese Maßstäbe setzen. Wann ist Härte gefragt? Wann ist Barmherzigkeit und Güte gefragt? Und wie gesagt, er hat es geschafft, gleich am Anfang, wo er in Medina ankam, gleich neue Maßstäbe zu setzen. Und jetzt hört euch mal an, das der erste Paragraph, wo es erst einmal dieser erste Abschnitt, in dem geht es um was? In dem geht es um die Beziehung der Gläubigen zueinander und der verschiedenen Stämme, welche den Glauben angenommen haben, und den Muhajirun und den Ansar. Und jetzt beginnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dies ist ein Abkommen des Gesandten Allahs. Der erste Paragraph von der Charta von Medina. Zwischen den Gläubigen und Muslimen von den Quraysh. Zwischen den Gläubigen und Muslimen von Quraysh. Und den Leuten von Yathrib, also Medina, was noch Yathrib hieß am Anfang, und denen, die sich unter ihnen aufhalten und sich ihnen angeschlossen haben und ihnen im Kampf zur Seite stehen. Das ist die Einleitung. Also es geht hier um eine Gemeindeordnung, welche nicht nur die Muslime betrifft, sondern auch alle anderen Parteien, die dort lebten und sich den Muslimen angeschlossen haben und bereit gewesen waren, sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam oder dem Propheten zu akzeptieren als Vorsteher von Medina. Und jetzt sagt dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Gläubigen: Diese bilden eine einige Gemeinschaft, die sich von den übrigen Menschen unterscheidet. Das ist etwas ganz Neues gewesen. Was ganz Neues gewesen. Das ist eine Revolution. Diese bilden eine einige Gemeinschaft, die sich von den übrigen Menschen unterscheidet. Wie war damals die Gemeinschaft bei den Arabern geregelt gewesen? Wie war die Gemeinschaft bei den Arabern geregelt gewesen? Nach welchem Maßstab ging man? Ja, Klassen? Stämme. Stammesgesellschaft. Der Stamm ist alles. Ob er Recht hat und Unrecht hat, ich verteidige meinen Stamm. Kritik an meinem eigenen Stamm gibt es nicht. Haben wir heute immer noch bei vielen Arabern. Ja, diese Clans und Sippschaften, ja, egal was ist, ja, ich stehe zu meinem Stamm, egal was sie machen. Oder? Immer noch. Subhanallah. Und jetzt kommt unser Prophet in dieser Zeit und er sagt, nein, das gilt nicht mehr. Das ist aufgebrochen. Die neue Gruppe wird anders definiert. Die Loyalität wird ganz anders definiert. Und zwar, die Gläubigen bilden eine neue Gemeinschaft. Unabhängig davon, zu welchem Stamm ich gehöre. Das ist eine Revolution gewesen. Wir sehen das als etwas so Normales an, aber das ist eine Revolution gewesen. Jeder von uns weiß, der schon mal mit Arabern zu tun hatte oder gerade auch mit Stammesgesellschaften, wie schwierig das ist, dieses Verständnis aufzubrechen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Erste, was er macht, als er in Medina ankommt, er bricht das auf. Und er zeigt auf, es gibt jetzt eine ganz andere Verbindung. Und das ist die Verbindung des Iman. Sie verbindet einander. Und sie ist der Maßstab für Brüderlichkeit. Und dann, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam das festgelegt hat, was jetzt die neue Gemeinschaft ist, die neue Gemeinschaft der Gläubigen, Al-Mu'minu lil-Mu'mini kal-Bunyani yashuddu ba'duhu ba'da, der Mu'min ist für den Mu'min wie ein zusammengefügtes Mauerwerk, was sich gegenseitig zieht und unterstützt. Awthaqu ura al-Iman, der stärkste Knoten des Iman ist was? Al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah. Die Liebe in Allah und ebenfalls das Hassen in Allah. Also der neue Maßstab ist für mich als Muslim was? Ist Allah. Das ist für mich der Maßstab für Liebe und für Verabscheuung. Das ist für mich der Maßstab dafür, wo ich meine Prioritäten setze und wo ich loyal bin und gegenüber wem ich loyal bin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat einen ganz neuen Maßstab gesetzt. Und jetzt zeigt aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf, ja, dass es trotzdem immer noch auch diese Zusammenschlüsse der Stämme gibt. Und dass sie einander und füreinander da sein sollten, aber immer noch das oberste Maß und der oberste Maßstab der Iman ist. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt, oder in dieser Sahife steht jetzt Folgendes: Die Auswanderer vom Stamm der Quraysh sollen für ihren Bereich verantwortlich sein. Also jetzt beginnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die einzelnen Stämme aufzuzählen. Und zeigt nochmal auf, ihr müsst euch untereinander organisieren. Die Gläubigen der Quraysh, die Gläubigen der verschiedenen Unterstämme der Ansar. Die Auswanderer vom Stamm der Quraysh sollen für ihren Bereich verantwortlich sein. In gegenseitiger Zusammenarbeit ihre Entschädigungszahlung, die Diyya zahlen. Die Diyya ist das Blutgeld. Das heißt, wenn jemand sozusagen jemand anderen Unrecht getan hat oder getötet hat oder Blut vergossen hat, dann muss er Blutgeld zahlen. Und wie war das damals gewesen? Das war damals so gewesen, dass eine Familie und ein Stamm sich zusammentun und dann, ähnlich wie hier die Sozialkassen, sich zusammentun und gemeinsam dann das Blutgeld für diese Person zahlen. Deshalb man die Aqila. Die Aqila ist die Familie und der Stamm, mit dem sozusagen der verantwortlich ist für jeden Einzelnen innerhalb des Stammes. Wenn einer missbaut, dann sind alle anderen ebenfalls davon betroffen. Man ist also eine Gemeinschaft. Und ihre Gefangenen auslösen. Das heißt, wenn jemand gefangen geworden ist, dann müssen sie alle dafür auch Lösegeld zahlen. In Güte und Gerechtigkeit unter den Gläubigen. Und jetzt beginnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die einzelnen Stämme und Unterstämme der Ansar aufzuziehen. Die Banu Auf, die Banu Haritha und so weiter und so fort. Und er zählt sie jetzt auf, wir müssen sie nicht alle im Einzelnen aufzählen. Dann schaut mal jetzt an, was der Prophet gezeigt hat, wie die Gläubigen eigentlich untereinander sein sollten. Jetzt kommt der nächste Paragraph, Nummer 12. Die Gläubigen sollen keinen Schuldner unter sich im Stich lassen. Also ich bin immer für meinen Bruder da. Zu diesem Zeitpunkt war die Zakat noch keine Pflicht gewesen, ganz wichtig. Ja, also heutzutage, wo wir Zakat zahlen müssen, gehören die Schuldner ebenfalls zu der Gruppe, für die ich Zakat zahlen darf. Wal-Gharimin. Das sind ja 8 Personengruppen, für die man Zakat zahlt. 8 Personengruppen. Ja? Und eine dieser Personengruppen ist Wal-Gharimin. und diejenigen, welche verschuldet sind. Natürlich muss das immer im Recht sein, ja, warum ich verschuldet bin, aber wenn jemand verschuldet ist, beispielsweise... Oh. Wenn jemand verschuldet ist, weil er beispielsweise versucht hat zu schlichten oder jemandem zu helfen oder ähnliches, ja, oder jemandem Geld zu geben, der in einer Notlage ist, dann darf ich für diese Person auch die Zakat zahlen. Und hier heißt es dann, die Gläubigen sollen keinen Schuldner unter sich im Stich lassen, sondern ihm helfen, sein Lösegeld oder seine Entschädigungszahlung, also das Blutgeld, die Diyya, nach Billigkeit zu zahlen. Dann, kein Gläubiger soll gegen den Schutzbefohlenen eines Gläubigen, was ist ein Schutzbefohlener eines Gläubigen? Das heißt, wenn damals war es üblich gewesen, diese Art gibt es bis heute immer noch, ja, der sogenannte Jiwar. Was ist Jiwar? Jiwar heißt das Prinzip des Schutzes, also dass ich jemandem Schutz gewähre und somit Asyl gewähre. Jeder Araber, ob Mann oder Frau, Männer und Frauen waren gleichgestellt diesbezüglich. Und der Prophet hat der Ayman, weil sie jemandem Schutz gewährt hat, dann auch erlaubt, ihm Schutz zu gewähren. Ajarna man ajarti, ja Hani oder ja Ayman, ich weiß nicht mehr, welche von beiden das gewesen war. Das heißt, sowohl Frauen als auch Männer hatten im Islam das Recht gehabt, einem anderen Menschen außerhalb des Stammes Schutz zu gewähren, obwohl die Stamme vielleicht miteinander verfeindet gewesen waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lässt Folgendes festhalten: Kein Gläubiger soll gegen den Schutzbefohlenen eines Gläubigen ohne dessen Einverständnis eine Feindschaft eröffnen. Wir sind eine Gemeinschaft. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für unsere heutige Zeit. Ganz, ganz wichtig. Es gibt einige Geschwister heutzutage, welche glauben, sie könnten einfach so von sich aus irgendwelche Kriege beginnen. Kriege beginnen gegen ganze Staaten. Und sagen, wir müssen sozusagen den Dschihad vollziehen. Und sie machen das einfach von sich aus. Ohne die Erlaubnis von irgendeinem Staat zu haben oder irgendetwas, sondern einfach so, sagen sie, ich nehme mir jetzt das Recht, einfach Krieg zu führen. Und verüben dann terroristische Anschläge gegen Touristen und so weiter und so fort. So etwas gibt es im Islam nicht. Im Islam gibt es die Gemeinschaft, im Islam gibt es Ordnung. Dass einfach jemand von sich aus dann sagt, ich mache jetzt einfach mal einen Krieg gegen ein Land und weiß ich nicht was, weil ich glaube, ich kämpfe auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. So etwas gibt es in unserer Religion nicht. Dann, die gottesfürchtigen Muslime erheben ihre Hand gegen jeden unter ihnen, der Unrecht tut und versucht, Ungerechtigkeit, Sünde, Feindschaft oder Verbrechen unter den Gläubigen zu verbreiten. Meine Frage an euch. Warum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die gottesfürchtigen Muslime und sagt nicht einfach die Muslime, wie er es im Vorfeld getan hat? Weil es hier um mehr geht, als einfach nur die Grundordnung einzuhalten. Es geht hier darum, aktiv sich einzusetzen für das Gute. Und deswegen verlangt der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den gottesfürchtigen Muslimen, dass sie sich aktiv gegen Ungerechtigkeit, Sünde, Feindschaft oder Verbrechen unter den Gläubigen sozusagen dann auch einsetzen. Ganz, ganz wichtig für mich als Muslim. Ich kann also demnach nur die Stufe der Gottesfürchtigen erlangen, wenn ich auch bereit bin, mich für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen. Wenn ich den Glauben nur für mich selbst praktiziere, nur für mich allein praktiziere, dann praktiziere ich für meinen Glauben und erfülle vielleicht meine Pflicht. Aber es fehlt etwas. Und zwar ganz genau dieser Aktivismus, dass ich bereit bin, mich für das Gute einzusetzen. Und so beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala auch die Muslime, indem er nämlich sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Warum? Ihr gebietet das Gute und ihr verwehrt das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Das ist das, was Allah von uns möchte. Und deswegen, Allah fordert uns ganz konkret dazu auf und zeigt uns auf, dass das der Weg zum Erfolg ist. Und unter euch soll es eine Gemeinschaft geben, welche zum Guten einlädt und aufruft. Und sie gebieten das Gute. Und sie verwehren das Schlechte. Und jene sind die Erfolgreichen. Dann, um nochmal aufzuzeigen, ja, dass diese Stammessitten ein für alle Mal aufgehoben wurden, schreibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diese Sahifa: Kein Gläubiger tötet einen Gläubigen eines Ungläubigen wegen. Was heißt das? Das heißt ganz konkret, dass wenn es in irgendeiner Weise noch unter den Stämmen zu Konflikten kommen sollte und dann ein Gläubiger aufgrund des Glaubens einen vom anderen Stamm, ja, töten sollte, dann kann es nicht sein, dass dann von dem anderen Stamm ein Gläubiger ihn tötet, also seinen eigenen Bruder tötet, weil er sozusagen ihn getötet hat. Weil die Maßstäbe andere sind. Die Blutrache sollte aufgehoben werden. Und dann heißt es in der Sahife, in der Charta: Allahs Schutz ist einheitlich. Ganz wichtig, jetzt das Prinzip der Gleichheit innerhalb der Gemeinschaft. Der Geringste unter ihnen überträgt die Verpflichtung dazu auf alle anderen. Und die Gläubigen sind untereinander Bündnispartner und Beschützer gegenüber den Feinden. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein Block und wir sind alle gleich. Der Unterste wird getragen von dem Obersten und umgekehrt. Wir tragen uns gegenseitig. Und so sollte die Gemeinschaft sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat immer wieder das betont, ja, dass es am Ende keinen Unterschied gibt unter den Gläubigen. Und dass ein Sklave, ja, genauso viel wert ist wie ein freier Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass es diesbezüglich keinen Unterschied gibt. Auf Arabisch nennen wir das Al-Musawa, die Gleichheit. Al-Musawa, die Gleichheit. Dass alle Menschen gleich sind vor Allah subhanahu wa ta'ala, ob sie arm sind oder reich sind, ob Frau oder Mann, alle sind bei Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Allah ta'ala, er sagt in Surat, wie heißt die Surah? Al-Infitar, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Derjenige, der dich erschaffen hat und dann fasawwak, er hat dich fertiggestellt, schön, aber auch gleichzeitig von gleichgestellt. Menschen sind gleich. Alle Menschen sind gleich. Vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier noch einmal klar und deutlich festgelegt. Jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen ersten Abschnitt, den wir jetzt sehr ausführlich behandelt haben, uns angeschaut haben, über die Beziehung der Gläubigen untereinander gesprochen hat und jetzt neue Maßstäbe gesetzt hat, dass die Gläubigen untereinander, selbst wenn sie aus verschiedenen Stämmen kommen, eine Umme darstellen. Aber gleichzeitig die Stämme immer noch vorhanden sind und ebenfalls untereinander eine Solidargemeinschaft darstellen, geht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf eine andere Volksgruppe ein, nämlich die der Juden. Und wie wir am Anfang gesagt haben, kann es sein, dass das vielleicht später dazugekommen ist. Und dass die Juden, als es gerade nach der Schlacht von Badr dann auch, also sie gesehen haben, dass die Muslime doch eine Kraft, eine Macht darstellen, ja, sich dann auch auf dieses Bündnis eingelassen haben. Es ist nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall schreibt jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Sahife: Wer von den Juden uns folgt, der soll Hilfe und Unterstützung erhalten. Weder soll er unterdrückt werden, noch soll man jemandem gegen ihn beistehen. Ganz wichtig, wir leben alle in einer Gesellschaft und innerhalb dieser Gesellschaft sind wir alle gleich, haben alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Das ist die islamische Sichtweise auf eine Gesellschaft. Die Religionsfreiheit ist gewährleistet und zwar für alle. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt es auch noch einmal auf, dann dass die Juden genau dasselbe Recht haben in Bezug auf ihre Religion und in Bezug auf die Ausübung ihrer Religion, genauso wie auch die Muslime. Hier heißt es in der Paragraph Nummer 25, die Juden von dem Banu Auf bilden eine Gemeinschaft, hört zu, mit den Gläubigen. Die Juden haben ihre Religion und die Muslime die ihrige. Dies gilt für ihre Schutzbürger wie für sie selbst, es sei denn, jemand begeht Unrecht oder Übertretung, denn ein solcher schadet nur sich selbst und seinen Angehörigen. Ganz klar. Und hierauf können wir stolz sein als Muslime. Das hat nicht irgendjemand geschrieben, der später gekommen ist, ein Philosoph im Islam. Das hat der Religionsstifter, der Religionsbegründer selbst geschrieben. Darauf können wir stolz sein als Muslime. Ganz klare Religionsfreiheit vom Religionsstifter. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es verboten, einem anderen Menschen aufgrund seiner Religion zu töten. Jemand, der sich zurückgezogen hat in der Kirche oder in einer Synagoge, der Prophet hat es verboten, ihn zu töten. Selbst in kriegerischen Auseinandersetzungen. Es ist ganz klar verboten, so etwas gibt es nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat Christen erlaubt, wie es Ibn Ishaq überliefert hat, Christen erlaubt, in seiner Moschee ihr Osterfestgebet zu verrichten. Christen, welche ihn als Propheten abgelehnt haben. Er hat vorher mit ihnen gesprochen, er hat ihnen den Islam vorgestellt, sie haben gesagt, wir wollen den Islam nicht annehmen. Und dann erlaubt er ihnen, in seiner Moschee ihr Gebet zu verrichten. Das ist der Religionsstifter, nicht irgendein späterer Kalif oder das ist der Religionsstifter selbst. Darauf können wir Muslime stolz sein, Alhamdulillah. Also diese Sachen wie Religionsfreiheit, was Europa erst, weiß ich, wie viele, vor ein paar Jahrzehnten oder vielleicht nach der Französischen Revolution als richtig kennengelernt hat, ja? Und dann immer wieder auch über Bord geworfen wurde. Ja, im Zweiten Weltkrieg haben wir es gesehen, was da geschehen ist mit den Juden und mit den anderen, mit den Menschen, die nicht sozusagen rein deutsch sind aus Sicht der Nazis, was mit ihnen geschehen ist. Wurde über Bord geworfen. Jetzt, was wir momentan sehen, mit der AfD und mit den ganzen anderen rechten Parteien. Man versucht genau dasselbe wieder zu erreichen. Dass man bestimmte Menschen von der Religionsfreiheit ausschließt. Muslimen steht der Schutz der Religionsfreiheit nicht zu. Aus welchem Grund? Weil sie keine Religion haben, sie haben nur eine Ideologie. So wird argumentiert. Und ich bin mir sicher, ja, dass wenn die Rechten irgendwann einmal an die Macht kommen sollten, ja, dass dann auch wirklich die Rechte der Muslime eingeschränkt werden. Und im Übrigen nicht nur der Muslime, auch andere Religionsgemeinschaften, insbesondere auch der Juden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat vom ersten Moment an festgelegt, ja, dass sie freie Religionsausübung genießen und dass sie niemand zwingen darf zu irgendetwas, dass sie eine eigenständige Religionsgemeinschaft sind. Und es geht noch weiter. Und zwar, ganz, ganz wichtig ist, sie haben das Recht auch, gerade, dass sie, wenn es um innerjüdische Angelegenheiten geht, ihr eigenes Recht anwenden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist das Staatsoberhaupt, wenn es um allgemeine Dinge geht, die alle Bürger betreffen. Aber wenn es um eine innerjüdische Angelegenheit geht, dann ist es so, dass die Juden nach ihren eigenen Gesetzen richten können oder, wenn sie möchten, auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Richter annehmen dürfen, aber das ist dann sozusagen ihnen überlassen. Und hierzu sagt oder heißt es dann in dieser sogenannten Sahifat al-Madina, ich hoffe, ich finde jetzt gerade die richtige Stelle, was zwischen den Partnern dieses Abkommens an Mordfällen und Streitigkeiten geschieht, sodass davon Unheil befürchtet werden muss, das soll Allah und Muhammad, Allahs Gesandtem, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm zur Entscheidung vorgelegt werden. Allah ist mit jedem, der dieses Abkommen mit Vorsicht und Sorgfalt befolgt. Grundsätzlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist das Staatsüberhaupt, aber trotz alledem, wie es aus anderen Stellen dann hervorgeht, ja, können sie und aus anderen Hadithen unseres Propheten hervorgeht, können die Juden dann auch, wenn es um innerjüdische Angelegenheiten geht, ihr eigenes Recht anwenden. Damit war der Islam weiter, als wir es heute sind. Wenn wir Muslime heutzutage sagen, wir möchten gerne in bestimmten Bereichen, ja, unser eigenes Recht anwenden, wenn es beispielsweise um jetzt, Familienrechten, wenn es um Familienrechtsangelegenheiten geht, ja, dann ist der Aufschrei groß. Es werden Bücher geschrieben, Artikel veröffentlicht, die Muslime versuchen, eine Art, sondern das deutsche Recht zu unterwandern und ihr eigenes Recht zu etablieren. Dabei lässt das deutsche Recht es eigentlich zu. Das deutsche Recht ist viel flexibler, als viele glauben. Aber die Rechtspopulisten, sie versuchen dann immer wieder dagegen zu hetzen und dagegen zu wettern. Und das ist im Übrigen sogar üblich. Es gibt unter den Juden, gibt es sogenannte Rabbinergerichte. Es gibt Rabbinergerichte, hier in Deutschland. Das heißt, wenn es um religiöse Angelegenheiten geht, können sich jüdische, deutsche Mitbürger an diese sogenannten Rabbinergerichte wenden. Das sind Schiedsgerichte, wo dann über bestimmte Dinge entschieden wird. Keiner regt sich darüber auf. Aber wenn es um Muslime geht, dann heißt es gleich Parallelgesellschaft und Parallelrecht. Die Muslime versuchen, das deutsche Recht zu unterwandern. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es in seiner Zeit schon festgelegt. Und die Muslime haben das über Jahrhunderte bis in unsere heutige Zeit auch immer so durchgesetzt, dass die religiösen Minderheiten ihr eigenes Recht, wenn es um Familienangelegenheiten geht, ihr eigenes Recht anwenden können. Und keiner regt sich darüber auf. Das ist das, Alhamdulillah, was wir schon vor 1400 Jahren hatten. Vor 1400 Jahren. Und jetzt im letzten Teil, den ich jetzt einfach mal vorlesen werde, insha'Allah ta'ala, geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Sahife nochmal allgemein auf die Bürgerrechte ein, in Medina, und er sagt, und die Bündnispartner sollen einander gegen alle beistehen, die Yathrib überfallen. Das heißt, am Ende sind wir eine Gesellschaft, ob Juden, ob Mushrikun, ob Muslime, ob Muhajirun, ob Ansar, wir sind eine Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig für uns Muslime. Wir haben kein Problem damit, ganz im Gegenteil, wir haben kein Problem damit, dass wir Loyalität zeigen gegenüber dem Land, in dem wir leben. Viele schließen das ja auch. Es gibt auch einige Muslime, die sagen, nein, wie könnt ihr das? Nein, wir haben überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Das ist das, wozu uns der Islam auffordert. Dass wir in dem Land, in dem wir leben, auch Loyalität zeigen, indem wir Verantwortung tragen. Weil das ist unser Land. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und wir müssen auch für diese Gesellschaft kämpfen. Und dann, sagt der Prophet, oder wird geschrieben, wenn sie, also die Juden, aufgerufen werden, Frieden zu halten und daran teilzuhaben, dann halten sie ihn und haben daran teil. Wenn sie die Gläubigen gleichermaßen auffordern, so ist das Gleiche für die Gläubigen verbindlich. Ausgenommen ist, wer sich der Religion willen im Krieg befindet. Auf jedem liegt die Verantwortung für die Sache, die ihn betrifft. Und dann, die Juden von Aus, sowohl Schutzbürger als auch sie selbst, sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die Parteien dieses Abkommens. Es soll tugendhafte, keine sündhafte Zusammenarbeit bestehen. Wer Schuld auf sich lädt, trägt sie selbst. Und Allah wacht darüber, dass dieses Abkommen gewissenhaft befolgt wird. Dieses Abkommen, ist der letzte Paragraph, soll keinen Unterdrücker oder Übertreter schützen. Wer auszieht, soll Sicherheit genießen, mit Ausnahme dessen, der Unrecht und Übertretung begeht. Allah schützt alle, die dieses Abkommen sorgfältig beachten, und Muhammad ist Allahs Gesandter. Allahs Segen und Frieden sei mit ihm. Das ist Sahifat al-Madina gewesen. Außergewöhnlich, unglaublich. Vor 1400 Jahren, mitten auf der arabischen Halbinsel, an einem kleinen Ort namens Yathrib, dass dort so etwas entwickelt wird, was ein Beispiel ist, nicht nur für die Muslime oder für die Araber, sondern für die gesamte Welt. Würden wir nur einen Teil von dem heute, oder hätten wir einen Teil von dem in der Menschheitsgeschichte umgesetzt, schon früher, ja, dann hätten wir eine ganz andere Welt gehabt. Würden heutzutage diese Dinge berücksichtigt werden, dann hätten wir eine ganz andere Welt. Und das ist, wie gesagt, eines der Zeichen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirklich ein Gesandter Allahs gewesen ist. Wir werden uns insha'Allah ta'ala jetzt beim nächsten Mal mit den weiteren Ereignissen beschäftigen. Wahrscheinlich werden wir direkt eingehen auf die Schlacht von Badr. Ich muss gucken, ob es vielleicht gehen wir noch auf einige Ereignisse vorher ein. Ich muss schauen, ob ich dafür einen extra Unterricht mache oder nicht, für die Ereignisse vor der Schlacht von Badr. Aber ja, das nächste große Ereignis wird dann die Schlacht von Badr sein, die erste kriegerische Auseinandersetzung, welche die Muslime hatten. Diese Schlacht ist unglaublich wichtig. Wir müssen die Hintergründe der Schlacht kennen, den Ablauf der Schlacht und die Ergebnisse der Schlacht. Aber das werden wir dann insha'Allah ta'ala dann das nächste Mal machen. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Geschwister. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر